Da! Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aufbaustrategen. Wir haben ein Tonvorkommen entdeckt. Ich habe hier gerade zufällig, weil ich die Videos bearbeitet habe, ist die Kamera nach links geflogen und da sah ich plötzlich ein Zeichen, das wir auf dieser Karte gar nicht kennen. Das dürfte gar nicht existieren. Es ist ein Tonvorkommen. Wir haben ein Tonvorkommen auf dieser Map. Ich möchte jetzt mal wissen, also wisst ihr, was der Gag ist? Weiter als so geht's auch gar nicht. Das ist der Irrsinn. Wir haben ein Tonvorkommen. Nur um euch mal das Gefühl zu geben, wie weit das weg ist von zu Hause. Ne? Schorstück. Schorstück. Aweng. Oh mein Gott, ey. Also, wenn wir jetzt richtig Glück haben, können wir jetzt hier die Häuser aufwerten. Das wäre der Wahnsinn. Jetzt müssen sie nur endlich hergehen und sich eine zweite... Also sie müssen sich endlich Kräuter holen und ihr eine zweite Nahrungsmittelversorgung besorgen. Aber momentan ist das alles halt noch hier gelagert, ne? Das muss jetzt halt alles hier raus. Das ist das große Thema. Und leider sind wir halt dann hier dann doch ein klein wenig geschlagen mit sehr, sehr langsam arbeitenden Mitarbeitern. Das... Wo haben die das Zeug jetzt eigentlich wieder hingebracht? Ich rätselrate gerade eben. Wo ist der Kram? Ich würde ja schon mal erwarten, dass das jetzt hier mal auch hier landet. Aber nö. Da entstehen Häuser. Sie entstehen, Freunde. Oh Gott sei Dank, ey. Endlich passiert es. Da passiert's auch. Wir haben es endlich. Die Leute bauen Häuser. Richtige Häuser. Da, guck mal, jetzt haben wir immerhin schon mal 6 Häuser in seiner näheren Umgebung. Ich mag das. So, was machen wir denn jetzt hier? Hier ist alles immer noch völlig von Eimer. Wir werden jetzt als allererstes das da machen und dann... Wir bleiben einfach im Bohnengeschäft. Ich sag's euch, ne? Das ist das Sinnvollste, was wir derzeit tun können. Und jedes Jahr so ein klein wenig den Klabberadatsche wegarbeiten. Mehr können wir nicht tun. Hey, wir haben 7% Fruchtbarkeit. Wir haben es geschafft, auf 7% zu bringen, indem wir den Zielbodenbonus erhöht haben. Mit massiven Kosten. Egal, Hauptsache wir haben das jetzt hier soweit hinbekommen. Wir haben es hinbekommen. Es entstehen noch mehr Häuser. Los, Leute. Holt euch einfach noch mal ein paar Bohnen. Jetzt oder nie ist die Devise. Okay, die Händler sind jetzt wieder weg. Feinde gesichtet? Wo? Oh Gott, da hinten sind... Wisst ihr, da ist natürlich jetzt wieder ein Wolf. Hier, wo das eine Tonvorkommen ist, und glaubt mir, ich will es haben, ist ein Wolf. Es ist schon ein gutes Stück weg von zu Hause. Man kann es nicht verhehlen, aber es ist so... Boah, ist das gut, ey. Was braucht ihr eigentlich als nächstes? Jetzt braucht ihr noch Töpferware, 3 Nahrungsarten und Kerzen. Zum Glück braucht ihr danach keine Kräuter mehr. Ich hoffe, ihr braucht wirklich keine Kräuter mehr. Das wäre verdammt gut, wenn ihr keine Kräuter mehr bräuchtet. Jetzt haben die sich hier Bohnen geholt. Und warum habt ihr nicht so viel Kacke im Haus? Sollte das nicht jemand abholen? Vielleicht brauche ich einen zweiten Komposter. Man weiß es nicht.
Aber wisst ihr, das Problem ist, so ein Komposter ist halt auch einfach schweineteuer, ne? Der hat einfach einen Unterhalt von 4. Oh, wir machen nur noch minus 1 Gold. Die Bäckerei brennt. Okay, sie haben sie wieder gelöscht, aber ich habe das Gefühl gerade eben, echt, das Spiel versucht mich einfach jede Sekunde zu töten. Aktiv. Es macht Jagd auf mich. So fühlt sich's gerade an. Es fühlt sich wirklich so an. Hier wäre auch noch mal ein bisschen Wasser drin, aber es ist halt einfach nicht viel, ne? Der Regen, der hier runterkommt, ist halt auch einfach so ridiculous. Okay. Schafft ihr es jetzt auch noch, Fleisch zu gathern? Ich meine, wir haben eine Menge Fleisch, ihr komischen Honks. Oder ich werfe ihnen inzwischen vor, dass sie einfach nicht wollen. Da wird, ihr wisst ja, jetzt kommt eher noch dieses Haus hier dran, ne? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19. Wir hätten nicht mal 25 Häuser in der Nähe. Also wir haben noch nicht mal 25 Häuser insgesamt gebaut. Wollte ich nur mal so nebenbei anmerken. Das ist eines der Probleme, mit denen wir uns hier rumschlagen. Mangel an Wohnraum. Hier ist die Attraktivität ausbaubar. Nennen wir es ausbaubar. Denn schlecht klingt so schlecht. Tja, ich bin am Überlegen, ob ich tatsächlich hier noch ein. Hier nochmal ein Wohnhaus hinsetze. Wir gucken einfach mal, was wir machen können, ne? Vier Dorfbewohner von Raubtieren angegriffen. Seems legit. Wo hast du denn Blattgemüse gefunden? Diese Frage ist absolut berechtigt. Ey, ihr seid echt das Letzte, ne? Ihr holt euch halt einfach mehr Original, kein Fleisch. Da ist jedes Haus vor euch schneller fertig. Die Leute hier. Alle plemplem, ich sag's euch. Endlich! Boah, ich hab schon echt gedacht, die packen es nicht mehr. Fehlen noch 6 Bretter. Ey, wir machen tatsächlich 0 Kohle. Also minus. Also es ist toll, dass wir 0 machen. Ich mache jetzt ohne Witz eine Verteidigungsanlage hin. Ich brauche keine Kaserne. Ich mache jetzt wirklich einen Aussichtsturm hierhin. Aggressiv gegen die Wölfe gerichtet. Das ist jetzt der neue Plan, Freunde. Scheiß auf die Sammlerhütte. Das ist jetzt hier unser neues Jagdrevier. Wir jagen jetzt hier die Wölfe sehr aggressiv. In diesem Gebiet, das wir jetzt auch bauen können. Uns fehlt Holz. Daran ändern wir ein, zwei Dinge. Genau, wir machen hier nochmal diese Bäume da weg und diese Bäume da weg. Und dann dürften wir wieder genügend Bäume haben. So, das Gold ist schon da. Jetzt kommt auch demnächst der Stein und das Holz. Und dann haben wir wieder einen Wachposten. Dann sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren. Wieder Feind gesichtet. Ja, schon klar.
Unsere 5 Wolfsnester werden jetzt hier domestiziert. Weil mir einfach nichts anderes dazu einfällt. Oh, wieder einer tot. Warum? Okay, wie gesagt, es müssen Opfer gebracht werden. Und wir bringen sie jetzt. Für unser Dorf. Da kommen halt eine ganze Horde an Wölfen, ey. Oh nein. Okay, noch 9 von den Dingern. Wir bringen sehr viele Opfer für diesen Scheißturm. Aber wenn wir ihn haben, werden die nachfolgenden Generationen uns danken. 7%. Ja. Ich denke, das wird nur besser. 3 Holz fehlen jetzt hier noch. Oh, geil. Guck mal, sie machen jetzt hier auch die Wolfsdinger weg, was ehrlich gesagt gar nicht mein Plan ist, aber... Wobei doch, vielleicht ist es sogar ganz gut, wenn wir jetzt hier die Wolfs... Bauten zerstören. Dann können wir vielleicht endlich mal normal arbeiten. Ich wusste gar nicht, dass sie das können, weil sie haben es bis jetzt noch nicht versucht. Es könnte aber auch einfach daran liegen, dass 1 Million Wölfe da rumgelaufen sind und du einfach nicht dazu gekommen bist als Jäger, die Wolfsbauten hier auseinanderzunehmen. Ja, die, guck mal, die macht das wirklich weg. Geil. Die gehen uns trotzdem nicht aus, weil da halt nochmal welche sind. Die gehen uns nicht aus. Aber jeder Meter, den wir... Oh, Brennholz ist knapp. Das ist neu. Arbeitercamp, Fischerhütte... Brennholzstapelplatz. Ja, komm, jetzt müssen wir mehr Brennholz machen. Das ist vor allem scheiße, weil wir jetzt hier gleich Winter haben. Wir haben natürlich wieder kein Futter für den Winter. Ey, das ist mega kritisch, ne? Denn die Leute erfrieren halt mit Lichtgeschwindigkeit im Winter. Also ohne Witz. Es ist lächerlich, wie schnell sie erfrieren. Tja, unsere Rinder halt, ne? Und jetzt ist unser Turm gleich fertig. Jawollo. Packen wir gleich 2 Mann rein. Die passen jetzt hier auf, dass die Wölfe uns jetzt hier nicht mehr trollen können. Jetzt haben sie Bewaffnung. Sehr gut. Ich bin jetzt auch der Meinung, ganz im Ernst, kommt, lasst uns mal hier jagen. Vielleicht nehmen sie noch diesen Wolfsbau dann hops oder sowas in der Art und Weise. Ne? Ich brauche nicht so viele Wolfsbaue. Hier gibt es auch noch Wildschweine und andere Tiere. Und vielleicht können wir jetzt endlich mal auch da unten... Wisst ihr, es wäre halt echt der blanke Hohn, wenn hier was Nützliches wäre. Auf einmal hier quasi, ja, Kräuter, Blattsalat, Blaubeeren. Versteckt hinter den Wölfen. Was ist da los? Ach, die haben Stampfheule. Okay. Das ist jetzt auch schon eine Pflasterstraße, das ist gut. Schon wieder ein Raub. Dorfbewohner, der durch ein Raubtier gestorben ist. What the fuck? Sag mal, wie... Es ist halt immer noch lächerlich, wie viele von denen jetzt hier unterwegs sind, ne?
Aber es liegt hier halt auch schon eine ganze Menge rum. Ich werde einen Jäger einstellen, der hier in diesem Bereich tätig ist. Der sammelt dann jetzt hier die Kadaver der Wölfe ein. Also manchmal sind die Pfeilschützen aber auch wirklich sehr beschränkt. Aber immerhin, immerhin, ne? Ich bin ja selber ungläubig, dass wir das so weit geschafft haben. Hier fehlt übrigens noch die Attraktivität. Es ist halt fucking 1%. Es ist halt einfach 1%, was uns hier fehlt. Was kann ich noch an Annehmlichkeiten machen? Das würde ja tatsächlich nochmal die Annehmlichkeiten um ein paar Prozent erhöhen. Also tatsächlich um gar nicht mal so wenig. Ein weiteres Dorfzentrum hier. Alternativ. Ja gut, so ein Friedhof bringt uns ja da wahrscheinlich nicht viel. Heilkundehaus, Handelsposten, Schule, Rattenfängerhaus. Ich habe noch kein Rattenfängerhaus gebaut, weil ich einfach noch nicht weiß, ob sich das lohnt. Komm, lass uns mal einen Rattenfänger hier bauen. Mal gucken, ob der taugt. Ich weiß es nicht. Probieren wir es aus. Er hat jetzt keinen direkten Effekt, der jetzt offensichtlich durch die Attraktivität bestimmt ist. Aber vielleicht verbessert er die Gesundheit der Leute. Was ja auch schön wäre. Meine Viehherde ist schon wieder krank geworden. Aber sobald Neujahr ist, ist es eigentlich schon so gut wie besser. Also ich denke, ich kann das Melken trotzdem aktivieren, es ändert nichts. Das Melken scheint keinen Einfluss auf die Gesundheit der Tiere zu haben. Und deswegen ignorieren wir das. Wie sieht es eigentlich mit meinen Apfelbäumchen aus? Ja, brauchen halt eine Weile, ne? Ja, ja, jede Menge Raubtiere sind gesichtet. Da wird gerade nochmal ein Bau hier ausgehoben. Und noch ein weiterer Wolfsbau ist weg. Wir dürfen nur nicht alle wegmachen. Die beiden müssen bleiben. Das entzieht sich nämlich ansonsten komplett unsere Lebensgrundlage so ein bisschen. Wir haben einen neuen Händler am Start. Yay. Du kaufst, verkaufst. Also er kauft nichts, was ich anbiete. Er verkauft jede Menge Fleisch zu einem Spottpreis. Er verkauft Rinder. Er verkauft Holz. Er verkauft Stein. Er verkauft Seife. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass Seife einfach zu teuer ist. Als dass wir uns das jetzt hier leisten könnten. Nee, und ganz ehrlich, das Räucherfleisch müssen wir echt nicht kaufen. Also du bist bis jetzt als Händler mal so ein richtig dich mittelnützlicher Typ. Bitte nicht persönlich nehmen, aber du bist sehr mittelnützlich. Okay. Also diese Häuser hier werden jetzt vom Rattenfänger... Ach, warte mal, ich kann den Arbeitskreis einstellen. Komm, dann machen wir das so. Dann ist das jetzt hier dein Arbeitskreis. Dann gibt es halt noch so ein paar Outskirt-Gebiete, ne? Aber irgendeinen Outskirt gibt es immer. Da kommt nochmal ein Händler, so wie es aussieht. Dass sie aber auch nie die offiziellen Straßen benutzen. Ich bin gespannt, was der Händler dabei hat. Ich wundere mich nach wie vor, wie es hier nichts geben kann. Also auf jeden Fall ist hier unten, ich glaube, die Fertilität
Also, die ist hier einfach nur noch schlecht, aber nicht mehr scheiße. Sie ist schlecht. Aber auf einem überträglichen Niveau. Im Vergleich zu allem anderen, was sie bis jetzt erlebt haben. So, da ist Trader Nummer 2. Oh, das ist geil. Er kauft uns die Steine für einen enormen Preis ab. Holz will ich ihm gerade eben gar nicht verkaufen. Dafür haben wir zu wenig. Die Schuhe will ich ihm gerade eben auch nicht verkaufen. Dafür haben wir zu wenig. Er verkauft wieder Ton. Ton ist etwas, was wir nach wie vor einfach zu wenig haben. Er verkauft auch Bier. Er verkauft Töpferware. Zu einem horrenden Preis, dass ich mir die Zehennägel aufwickeln. Er verkauft auch Getreide. Könnte 500 Getreide kaufen. Lasst uns 500 Getreide kaufen. Kaufen und transportieren, ja. Du hast hier noch... Also er würde für einen enormen Preis Holz verkaufen. Und du würdest Holz kaufen. Für 4. Das hilft mir relativ wenig. Also wenn ich jetzt hier bei ihm hier Holz kaufen würde. Verkaufen würde. Nee, hier kann ich nur Verlustgeschäfte machen. Das ist das große Problem. Ich kann hier nur Verlustgeschäfte machen. Ich kaufe jetzt hier auch gerade keine Kräuter mehr, weil es das einfach nicht bringt. Wir haben jetzt noch mal ein bisschen was gekauft, ne? Dann können wir wieder ein bisschen Brot backen. Wieder ein Dorfbewohner von Raubtieren getötet. Ey, wieso? Es ist halt einfach mal wieder hier in einer Zone, wo du einfach mal überhaupt nicht damit rechnest. Hier war also auch ein Raubtier. Halten wir das mal fest. Hier laufen überall Wildschweine rum. Aber ich habe einfach den Eindruck, dass meine Jäger sie nicht jagen. Es sei denn, es sieht einfach anders aus. Ne? Also ich habe einfach den Eindruck, dass es so ist. Ja, die Bäume machen sich so langsam aber sicher. Mein Vieh macht sich auch. Die Futterqualität ist nur bei 25%. Schnief! Ich will mal gerade eben was testen. Also hier, wie gesagt, 25%. Gibt es hier bessere Orte? Ey, es gibt hier Orte mit fucking 35%. Sogar 36% habe ich hier gerade gesehen. Ey, die Wölfe bekämpfen hier halt einfach mal das fruchtbare Land. Just saying. Ich bin am Überlegen, ob wir diese Wölfe hier endgültig auslöschen sollten. Zum Wohle des Ackerbaus. Inzwischen halte ich uns auch für stark genug. Hier passt noch einiges rein. Also ich halte uns inzwischen für stark genug, dass wir das tun könnten. Die Frage ist bloß, wollen wir das tun? Das ist die einzige Frage, die im Raum steht. Also wäre es sinnvoll, das zu tun? Warum geht das jetzt hier nicht hin? Ist mir jetzt auch egal. Ich entferne einfach diese Straße nochmal. Ach, das geht jetzt auf einmal.
Es kann mir doch keiner erzählen, warum das hier nicht gehen soll. Das ist doch auf eine gewisse Art und Weise total belämmert. Baustelle entfernen. Wir machen das jetzt hier mal so. Vielleicht geht das danach dann. So, es haben wieder 5 Dorfbewohner die Schule abgeschlossen. Das Problem ist halt, dass so eine Schule uns halt enorme Kosten aufbrummt. Ich bin am überlegen. 7 weitere Menschen, ja, die nehme ich an. Ich werde diese Schule hier, Leute, verschieben. Ich möchte, dass sie nicht mehr hier ist. Ich möchte, dass die Schule hier hinkommt. Und dann verlegen wir auch die Häuser von hier in diese Ecke. Weil das macht da oben einfach keinen Sinn mehr. So, dann gehst du noch dahin und schließt das jetzt hier noch an. So. Das ist der nächste Weg jetzt hier, wo unsere Leute wohnen sollen. Hier in der Gegend, nicht mehr da oben. Weg vom Industriegebiet. Dasselbe gilt auch für dich. Und dasselbe gilt auch für dich. So bekommen wir vielleicht noch bessere Häuser hin auf mittel- bis langfristige Zeit. Ach komm, findet hier noch mehr in diesem Gebiet, bitte. Es muss doch noch was geben. Ich meine, es kann doch nicht nur eine Tonquelle auf dieser gesamten Map geben. Wohnraumknappheit. Ja, ja, ich weiß, wir arbeiten daran. Wir arbeiten daran, Freunde. Keine Sorge, es ist an euch gedacht. Es ist eine vorübergehende Maßnahme, die zum Wohle aller ist. Damit rechtfertigen wir alles. Zum Wohle aller. So, auch hier nochmal ein paar Häuser. Die müssen jetzt mal alle weg hier. Diese Bäumchen. Das hier ist nämlich Neubaugebiet. Ich habe schon eine riesige Horde jetzt hier an Leuten, die arbeiten, ne? Das ist schon geil. Wieder ein Dorfbewohner angegriffen. Wo dieses Mal? Hier. Oh, es ist ein Bär! Komm in die Nähe von meinem Schützenturm, du. Da sehen wir mal was Neues hier. Ein Bär! Haben sie es erlegt. Das olle Vieh. So, sie haben es. So, ich bin gespannt, ob die Attraktivität jetzt hier durch die Schule dann nochmal ein bisschen steigt. Vor allem für ihn hier könnte sie steigen. Dass wir noch mehr Häuser bekommen. Weg von den Hütten. Scheint ihm nichts gebracht zu haben. Schade. Verbessern natürlich die Straßen jetzt hier noch, weil solche Karrenwege brauchen wir hier nicht. Okay, wir halten also fest, denen fehlen hier also noch 1-2 Dinge. Ich verlege noch dieses Haus dahin, wo die Jäger wohnen. Dann kann ich hier vielleicht später noch irgendetwas bauen, was die Attraktivität noch weiter erhöht.
frage mich gerade eben, nee, warte mal, die Attraktivität muss ja insgesamt hochgehen, ne? Die muss ja generell massiv nach oben. Bleibt also auf jeden Fall etwas, was wir, dass ich jetzt nicht einfach jetzt hier hin und her karren kann. Vielleicht kann man das aber auch ein bisschen hin und her exploiten, indem man einfach die Gebäude verschiebt und dann quasi die Boni kumuliert und dann wieder woanders hin. Weil ich glaube, downgraden werden die Gebäude von alleine nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Beim nächsten Mal leiden wir weiter. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.